So, da sind wir jetzt wieder. Mal sehen, die Episode, wir müssen jetzt einen Ring und einen Frack besorgen und alles so machen, wie es war. Wisst ihr, was wir machen? Kennen wir uns? Na klar, du bist doch das Pfeifenkopfmännchen, der Wahrsager aus Porta Fisco. Und gerade vorhin, als wir uns getroffen haben, hast du genau dasselbe gesagt. Obwohl, das kommt ja erst noch. Oh, oh, warte mal kurz. Du, Vince, wäre es sehr dumm, jemanden anzusprechen, der mich heute Abend noch nicht kennen wird? Ja, das wäre tatsächlich sehr schlimm. Habe ich etwa vergessen, das zu erwähnen? Ja, hast du. Na, dann ist ja gut, dass du noch daran gedacht hast. Ja, nicht? Oh je. Was machen wir jetzt? Er hat ja die Kristallkugel, die brauchen wir, ne? Finger weg! Diese Kugel ist meine Existenzgrundlage. Und meine Existenzgrundlage ist, dass du die Kugel nachher nicht mehr hast. Das ist mir wurscht. Mit. Kannst du vielleicht einfach mal vergessen, dass... Nicht, wenn du dich so seltsam verhältst. Ach, komm schon. Es ist wirklich wichtig. Das Einzige, was ich für dich tun kann, ist dir die Zukunft voraussagen. Okay. Na dann. Wird es immer eine Zukunft geben? Werde ich mich in einen Haufen Asche verwandeln? Wirst du vergessen, dass ich hier war? Welches sind die Huttrends der Zukunft? Es geht ja eh immer um Huttrends. Ich frag mal... Oder nee, fragen wir mal mit Asche. Werde ich mich in ein Häufchen Asche verwandeln? Das werden wir gleich haben. Na nun, seltsam. Ich bekomme keinen Empfang. Was aber alles Mögliche bedeuten kann, oder? Tja, oder? Oh je. Welches sind die Huttrends der Zukunft? Ein nicht unwichtiges Anliegen. Warum geht's immer um Huttrends? Ich frage die Kugel. Murmel. So ein Karlauer. Kleine Zwischenfrage. Glaubst du, es gibt hier irgendwo einen Frack und einen Ring? Erheiternd, dass du das fragst. Ich bin sogar überzeugt davon. Sehr gut. Warum kommt mir das nur so bekannt vor? Tja... Ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Zukunft der Hutmode ist in ständiger Bewegung. Ich erkenne nur ein Wort. Aluhüte. Kannst du damit etwas anfangen? Ja, irgendwie läutet da was. Aber was? Okay, wieder Hutmode. Wieder Hutmode. Nochmal? Naja, ich Hatten wir doch schon. Warum sollen wir das denn nochmal machen, hä? Ich dachte, er redet dann über was anderes. Hat die Antwort. Turbane, ich wusste es immer. Und nun entschuldige mich bitte. Ich habe da einen spannenden Artikel gesehen. Warum liest du jetzt eine Zeitschrift? Können wir jetzt die Kristallkugel einfach nehmen? Hä, ich bin richtig irritiert. Müssen wir die auch wieder mitnehmen? Die haben wir ja auch mitgenommen gehabt. Die sollte ich lieber nicht anfassen. Die ist genau da, wo ich sie nachher aufgefunden haben werde. Okay. Hier ist ein Schalter auf der Unterseite. Ich frage mich... Huch, was haben wir denn da? Das ist ja gar keine Kristallkugel. Das ist ein tragbares Zeitportal. Diese ganze Hellseher-Nummer ist nichts als ein Schwindel. Können wir die jetzt benutzen? Wo sind wir? Handbohrer? Nehmen wir mit. Warum auch immer. Was sollen wir jetzt mit dem Bohrer? Können wir jetzt die sollte ich lieber nicht an. Die ist genau da, wo ich sie nachher aufgefunden haben werde. Stimmt, er hatte keine Kristallkugel mehr. Deswegen musste ich das ja auch ihm bringen. Aber er hatte doch ein Turban. Oder irre ich mich jetzt? Das verwirrt mich jetzt. Das ist Zukunftsgelaber. Wisst ihr, was ich meine? So, ah... Der ist ja gar nicht mehr nackt. Und da ist ja noch die Leiche drin. Und da sind noch die schlafenden Schrottritter. Und ah, das ist alles so verwirrend. Hey, stopp! Die Farbe brauche ich, um die Leichen zu präparieren. Was für Leichen?
scharfkantiger Müll. Ja, da falle ich doch rein, ne? Hey, stopp! Das ist meine Schaufel. Totenkälber mit der Lizenz zum Schaufeln dürfen die benutzen. Ach, nur hab dich doch nicht so. Also ist er jetzt kein Prophet, sondern Totengräber. Kann ich das Laken denn nehmen? Ich muss doch irgendwas nehmen können. Das Laken habe ich. Könnte mit dem Totengräber reden, der kein Prophet mehr ist. Hallo Fremder, falls du keinen Termin hast, in einer halben Stunde könnte ich dich dazwischen schieben, allerdings ohne Waschen. Ich bin kein Kunde. Oh, das hatte ich gehofft. Die wenigsten machen ihre Termine selbst. Du kommst mir bekannt vor, ich kann mir dein Zeug ausleihen. Ja, kann ich mir dein Zeug ausleihen? Nein, Anzug. Das ist Spezialequipment für Totengräber. Cooles Outfit. Cooles Outfit. Das ist die traditionelle Robe eines Totengräbers. Und ich dachte, du willst heiraten. Es ist in jedem Fall ein Symbol der Trauer. Ja. Du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Ich habe ein famoses Gesichtsgedächtnis. Das braucht man in meinem Job. Als Prophet? Als Totengräber. Es kommt zwar nicht oft vor, dass Kunden zurückkommen, aber wenn... sollte man das frühzeitig erkennen. Prophet wollte ich allerdings auch mal werden. Leider fand mein Vater, dass der Job keine Zukunft hat. Wie so vieles heutzutage. Genau, aber Totengräber werden immer gebraucht. Glaub mir, es kommt ein Tag, an dem du ein Prophet wirst. Glaub mir, es kommt der Tag, an dem du ein Prophet wirst. Und woher willst du das wissen? Bist du etwa ein Prophet? Ob ich Prophet bin? Wer kann denn da schon Nein sagen? Du Glücklicher. Können die Jobs tauschen? Wir könnten die Jobs tauschen. Ich ein Prophet? Ach, das wäre zu schön. Aber ich kann einen Job als Totengräber nicht vernachlässigen. Ich muss noch diesen Grabstein zu Ende meißeln und das Grab dort ausheben. Ich wollte etwas vorarbeiten. Dummerweise weiß ich nicht, wer in diesem Grab landen wird. Da hast du ja Glück, dass zufällig gerade ein Prophet vorbeigekommen ist. Ich werde in diesem Grab landen. Und das irritiert dich gar nicht? Ich habe in diesen Tagen weitaus irritierendere Dinge erlebt. Die Herrensauna auf Elysium ist der Spitzenreiter. Dann muss das Grab ja jetzt nur noch ausgehoben werden. Wenn du es schaffst, bräuchte ich nur noch das passende Outfit und wir sind im Geschäft. Mein eigenes Grab schaufeln? Meine leichteste Übung. Okay. Ich verstehe. Jetzt können wir sicher die Schaufel nehmen und das dann ausheben. Weil da werden wir ja drinnen landen. In der Zukunft, Vergangenheit, wo auch immer wir jetzt gerade sind. Ich glaube, wir sind jetzt in der Vergangenheit der Zukunft. Versteht ihr? Pass gut auf. Ich zeige dir jetzt, wie man sein eigenes Grab schaufelt. Eigentlich müsste ich meine Pillen holen. Nein, das hier ist wichtiger. Später. Bravo. Eine solide Arbeit. Mit etwas mehr Zeit hätte ich noch eine Minibar eingebaut. Du hast das Zeug zum Totengräber. So viel steht fest. Jetzt brauche ich nur noch ein Prophetenoutfit und wir können die Jobs tauschen. Hätte einmal nehmen? Die Farbe. So, ich habe hier einen Laken. Das können wir doch sicher tauschen. Weil er hat ja, wo ich hier ankomme, ja nur noch dieses Laken an. So. Ich glaube, ich habe hier genau das Richtige für dich. Ich weiß nicht. Es riecht ein wenig. Das trägt man jetzt so. Na los, rein da. Na so was. Es sitzt perfekt. Es betont die Schultern. Und kaschiert dein Zellulite-Problem. Herzlichen Glückwunsch, Rufus. Du bist jetzt Totengräber. Hier. Nimm das Outfit. Du hast es verdient. Okay, nice. So, jetzt können wir den Eimer sicher mitnehmen. Den brauchen wir bestimmt gleich für irgendeine Sache. Wenn man Sachen mitnehmen kann, dann braucht man sie auch irgendwann. So. Wir haben doch jetzt alles, oder? Irre ich mich. Ich frage ihn mal. Und? Hast du alles? Noch nicht. Vergiss nicht. Alles muss so... Ich denke an nichts anderes. Was fehlt denn noch?
Es fehlt noch. Die Bowlingkugel fehlt noch. Wir haben die Kugel, wir haben den Bohrer, wir haben das, wir haben. Okay, wir müssen die Kugel wahrscheinlich schwarz machen. Ja, doch, genau. Die Kugel hat genau die Größe der Bowlingkugel von vorhin. Und das hier ist die richtige Farbe. So könnte ich zumindest schon mal die eine Sache wiederherstellen. Aber zuerst sollte ich mich um die Löcher kümmern. Ach so, erst die Löcher, okay. So, und jetzt die Farbe. Bowlingkugel, jetzt haben wir die Bowlingkugel. Die sollte ich lieber nicht anfangen, die ist genau da, wo ich sie... Aber wo packe ich die Bowlingkugel nochmal hin? Auf die Bowlingbahn? War das da? Oder war das hier auf dem Knopf? Nanu, wo ist sie geblieben? Aua! Ups. Was ist passiert? Wo bin ich? Ich kann mich an nichts erinnern. Dann ebenso. Schnell, Vince, wir sind hier fertig. Gib Gummi. Das war lustig. Wir sollten das unbedingt mal wiederholen. Ach nee, lass mal, Vince. Nanu, was ist denn jetzt kaputt? Rufus, hier drüben. Das Ghoul da hinten im Hochzeitsanzug? Oder sehe ich nicht richtig? Na endlich, wo bleibst du denn? Immer mit der Ruhe. So einen Frack findet man ja nicht einfach so auf irgendeinem Friedhof. Höchstens auf dem Secondhand-Friedhof. Aber hier sind mittlerweile Jahre vergangen. Den Antrag habe ich hier schon längst gemacht. Ach so, dann brauchst du die Sachen gar nicht mehr? Im Gegenteil, ich brauche sie dringender denn je. Die Hochzeitsgesellschaft wartet schon. Hast du alles? Fast. Seit Jahren wahrscheinlich. Den Frack habe ich. Fehlt nur noch der Ring. Aber der ist doch das Wichtigste. Sieht aus wie Ghoul. Keine Panik, ich deichsel das schon. Beeil dich bitte. Oh, stopp, stopp. Ah, mein Spiel hat sich minimiert. Ah, ne, geht wieder. Ah, Hochzeitsgesellschaft, der alte Mann, pipapo. Jetzt sind hier wieder Jahre vergangen, okay. Aber wegen Hochzeitsvorbereitungen egal. Geschlossen. Richtung Zukunft. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da ist niemand. Da ist noch das Portal. Aber bringt mir jetzt auch nichts mehr. Bora ist zu. Planungstisch. Können wir da was machen? Ah, jetzt sind wir hier wieder in der. Ihr wisst, in der Zeit, wo ich schon da war. Und jetzt haben wir den Ring. Okay. War ja irgendwie logisch. Oder auch nicht. Gut. Damit haben wir jetzt den blöden Ring. So, den bringen wir jetzt Rocco. Und dann haben wir es geschafft. Hast du den Ring besorgt? Was denkst du denn? Da hast du. Tausend Dank. Du bist ein echter Freund. Ein echter Freund, der jetzt freie Bahn hat. Ja, aber wen heiratet er denn jetzt? Ich bin verwirrt. Was ist das? Nee, da will ich nicht hin. Das ist ja mal eine dünne Auswahl. Es gibt offenbar nur ein einziges Portal in Reichweite. Ja, dann bestätigen wir mal. Auf geht's. Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Hoho. What the fuck ist denn jetzt? Aua! Die Zeitmaschine hat ihre Flüssigkeit verloren oder gelandet. So. Nicht in Kuwak, so viel steht fest. Kaputte Uhren und eine Wüste. Lache. Hier suppt die ganze gute Tachyonenschlonze in den Wüstenboden. Was für eine Verschwendung. Zeltlager. Im Lager der Feinde war alles ruhig. Zu ruhig für den Geschmack des Helden. Okay, dann haben wir noch Zeiger. Ein Haufen abgebrochener Uhrenzeiger. Die könnten sich noch als nützlich erweisen. Ah ja, klar. So wie sich der meiste Schrott irgendwann als nützlich erweist. So, Armbrust. Können wir die auch mitnehmen? Wahrscheinlich. Kann ich mir die Armbrust ausleihen? Wir haben gerade Waffenruhe. Ja, super. Dann brauchst du sie ja nicht.
Moment. Der Moment. Wir reden mal mit Hallo, Moment. Hallo, Fremder. Kannst du mir sagen, wo ich hier gelandet bin? Wir nennen dieses Land The West of Dan. Aber ich bin kein Fremder. Da lesen wir hier großen Werte. Mein Name ist Moment. Ich gehöre zur einheimischen Region. Das hier ist das Land meiner Vorfahren. Vor vielen Generationen soll diese Wüste ein wunderschöner Ort gewesen sein. Aber dann fielen Fremde ein und beanspruchten das Land für sich. Mit ihnen kam die Dürre. Und nun führen wir Krieg, um das verlorene Paradies unserer Vorväter zurückzuerobern. Das klingt eigentlich ganz nachvollziehbar. Bei dem Namen Waste of Time hätte ich was Sinnloseres erwartet. Die Legenden sagen, dass sich der wahre Sinn des Namens nur erschließt, wenn man seine Geschichte kennt. Ich persönlich glaube, dass es etwas mit den kaputten Ohren zu tun hat. Okay, der zum Berg. Bin ich. Ach so. Wow. War da hinten, das habe ich gleich gescheckt. Zum Berg. Ja, was bringt mir das jetzt da hoch zu gehen, sag ich mal? Jetzt wandert er da hoch, pipapo. Und dann kann ich auch noch zurück. Im Lager der Verzugruhen. So, jetzt haben wir eine Armbrust und die Zeiger. Ja, ist ja logisch. Sorry. Armbrust, Zeiger. Zeiger, Armbrust. Uhren, Zeiger als Armbrustmunition? Tja, warum nicht? Geladene Armbrust. Sollen wir die auf den schießen oder was? Sei so gut und halte dich an den Waffenstillstand. Stillstand ist Rückschritt. Aufs Zeltlager. Das ist zu weit weg. Auf um die Zeltmaschine. Um diesen Schaden zu reparieren, braucht es schon ein bisschen mehr. Muss ja alles testen. Ein Schimmer davon, wie das Teil funktioniert, wäre schon mal ein Anfang. Auf die Lache? Okay, die Lache war wahrscheinlich richtig. Stimmt. Das würde sich gut als Pfeilgift machen. Rufus. Zeitreisender Wedding Planner Temporaler Hackenschotzer. Toll, jetzt habe ich Tachyon-Armbrust mit geladenen pinken Pfeilen. Armbrüste haben eine fast durchgängige Top-100-Platzierung auf der Liste meiner Lieblingsbrüste. Ich habe auch Lieblingsbrüste. Um diesen Schaden zu reparieren... Ein Schimmer davon, wie das... Hä, was, wie benutze ich denn Na jetzt? Na super, das Timeport sieht jetzt noch kaputter aus als vorher. Mal gucken, ob es noch funktioniert. Was soll ich mit der Armbrust machen? Ich kann zwar nach Portalen scannen, aber ich kann sie nicht öffnen. Da oben ist eins. Und es erkennt auch wieder nur das eine Portal, durch das ich gekommen bin. Portalpotenzial. Armbrust, kann ich da raufschießen? Na, dann wollen wir mal. Wahrscheinlich schon. Ha, Treffer! Wer sagt's denn? Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert? Jetzt sollen wir wieder zurück. Was hat uns das jetzt gebracht, wenn nee, ich das mal so zwecklos. Fragen darf? Nee, kommen wir nicht. Doch. Wow. Ja, aber... Hier ist ja alles kaputt. War ich so lange weg? Was ist geschehen, Ring? Das sind die... Das Pärchen ist wahrscheinlich hier mittlerweile tot. Rita! Rita? Rita, du lebst! Also noch ein bisschen. Aber wer liegt denn da hinten bei Rocco? Na, wer schon? Das ist diese saubere Goal, seine Frau. Aber das kann nicht sein! Und das darf auch nicht sein! Und überhaupt, er sollte doch dich heiraten! Das hättest du ihm vielleicht damals sagen sollen. Hab ich nicht? Ich dachte, ich hätte. Aber das hieße ja... Goal ist tot. Alle sind tot. Goal. Ohne die Portale starb hier alles. Ich bin die letzte Überlebende. Aber nicht mehr lange. Das Essen ist alle. Keine Panik. Jetzt bin ich ja da. Nettes Angebot. Aber so viel ist an dir jetzt auch nicht dran. Ich meine, ich bin da, um das hier wieder in Ordnung zu bringen. Wenn du unbedingt was in Ordnung bringen willst. Die Jukebox ist kaputt. Ich wünschte, sie würde noch ein letztes Mal spielen. Okay, wir haben den Ring, die Armbrust, und wie können wir die reparieren? Haben wir den Salat. Die Nadel ist abgebrochen. Können wir denn... Wo geht's denn da lang? Beat. Okay, dann gehen wir nochmal. Wir müssen erst die Jukebox reparieren. Können wir die vielleicht mit der Armbrust abschießen, die Jukebox. Oder Musikbox auch genannt. Was tust du da? Ich ersetze die Nadel, dachte ich. Mit einem Uhrenzeiger?
bist und zerschrammst mir noch die ganzen Daten. Du meinst, ich brauche eine echte. Dann kann ich jetzt wohl wieder nach der Nadel im Müllhaufen suchen. Ja, wir haben doch eine Nadel. Das Einhorn. Das hat doch eine Spitze. Das haben wir gleich. Oh, das ist schön. Danke, Rufus. Du hast einer alten Frau die Datasettensammlung ruiniert. Gut gemacht. Bitte. Das tut mir voll leid. Gibt es heute ein Mittagsangebot? Du könntest in den Ofen krabbeln und nachsehen. Oh, nachher. Okay. Das Einhorn zerschreddert die Datasetten wie Butter. Vielleicht ist dieser Ring doch wertvoller als gedacht. Ja, dann gehen wir doch nochmal hoch. So, hier haben wir das gar Bild. Nichts mehr. Und das schöne Portal. Ach, hier bin ich. Aber warum bewegt sich da nichts? Hallo! Eingefrorener Student. Ja, das war lustig. Ach, die guten alten Zeiten. Naja. Was können wir denn jetzt... Tote Hose. Offensichtlich gelte ich noch als in der Zwischenzeit. Bohnendose, kommen wir nicht an. Seltsame Nupsis. Wir brauchen noch die Bohnendose bestimmt, um die zu füttern, der, ne? Von hier aus komme ich da nicht ran. Aber wozu auch? Das Tor ist ja schon offen. Ich kann die Fidelbrille nehmen, ne? Ja. Die brauche ich dringender als er. Tote Hose, offensichtlich. Okay, dann gehen wir mal zurück. Aber was bringt uns jetzt die Fidelbrille? Das ist die Frage. Wir brauchen doch noch... Ich geh doch mal rein. Musst du wissen, die Bodendose, wenn die schon markiert ist, dann brauchen wir... Du bist, was du isst. Demnach wäre McChronicle ein grünes Stangengemüse, das sich und... Wenn wir mit der Armbrust die Dose bekommen, passt. Hat sich bewegt. Hat sich nochmal bewegt. Los! Oh nein! So ein Unglück. Jetzt ist die Dose doch glatt in seiner Manteltasche gelandet. Wie soll ich denn da jemals wieder rankommen? Vielleicht hast du sie dann bereits. Weißt du, was ich meine? Offensichtlich. Ich gehe mal eben kurz zurück. So. Ja, jetzt habe ich die Dose. Wer hätte das gedacht? Beet, bringt nichts. Hier wächst gar nichts mehr. Aber wir können ihr jetzt bestimmt die Bohnen bringen. Da freut sie sich doch, oder? Mal was zu essen wieder, was zu naschen. Ich habe uns was zum Beißen organisiert. Iss nur, iss nur. Du bist noch jung und musst bei Kräften bleiben. Zeig mal deinen Finger. Iss nur. Iss, mein Kind. Ist das aus Hänsel und Gretel? Aber wie soll ich das essen? Können wir das vielleicht in die Musikbox stecken? Ja, und jetzt ist es kaputt. Bohne! Ja, wow. Was wir jetzt machen müssen, ist ja irgendwie logisch, ne? Bohne einpflanzen im Beet. Wow, ich bin gerade so intelligent. Es wird Zeit, dass hier wieder mal was wächst. So, und nun heißt es warten. Ja, wie hier lange? Wächst gar nichts mehr. Enttäuschen. In der einschlägigen Fachliteratur wurden mir dramatischere Ergebnisse versprochen. Aber die muss doch wachsen, oder? Wird Zeit, dass hier wieder mal was wächst. So, und nun heißt es warten. Nee, das kann so nicht funktionieren. In der Einschläge. Die muss ja. Es müssen ja Jahre vergehen, bis sowas wächst. Eingefrorener Strudel. Können wir die Bohne dann irgendwie hier. Benutzen, zur zum Beispiel Einweihung beim Portal. Etwas Saatgut für seinen Gemüsegarten. Und er ist ja der dann der alte Mann ist. Versteht ihr, was ich meine? Dann müsste jetzt in der Zeit das gewachsen sein, was er angepflanzt hat. Tatsächlich, das verändert sich direkt alles hier immer. Aber ich kann nichts machen. Vielleicht ist er da unten gewachsen irgendwie. Hallo? Nein? Gibt es heute ein Mittagsangebot? Du könntest in den Ofen krabbeln und nachsehen. Oh, nachher.
Jetzt bin ich verwirrt. Hier ist ja nichts, ne? Nee.